Aber das würde ich nicht mehr so kaufen. Das ist, haben wir so viele Probleme jetzt über die Jahre, egal ob es Fendt, John Deere oder jetzt Klaas war. Moin Leute und herzlich willkommen. Ich glaube, da haben wir jetzt gerade wieder einen Stopfer. Zu einer neuen Folge. Wir sind wieder am Striptill fahren. Und ja, weiß ich nicht, dieses Jahr ist, irgendwie geht es noch nicht, überhaupt nicht gut voran. Ich fahre ja heute wieder den ersten Tag seit einer Woche. Vorher ist Nico gefahren. Und ja, wir hatten da hier und da unsere Probleme. Unter anderem auch, dass gerade die Böden, die ein bisschen schwerer sind, gehen nur sehr bedingt. Wir waren da erst heute noch auf der Fläche, da haben wir die Vorgewände fertig gemacht. Und jetzt haben wir dann tatsächlich auch da abgebrochen, dass der Boden halt so ein bisschen schwerer. Und da fällt er nicht zurück hinterm Schar, sondern schiebt sich wie eine Wurst raus und kommt dann gegen die Räder und staut sich auf. Und man kann das nur mit extrem langer Geschwindigkeit in den Griff bekommen. Und das heißt, langsamer Geschwindigkeit, das heißt, wir fahren 3-4 km/h. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck. Jetzt sind wir hier umgerückt, hier auf die Fläche, wo der Körnermais war. Aber jetzt haben wir ab und zu die Problematik, dass da, wo lange Halme sind, zum Beispiel die durch Wildschweine umgeschoben wurden, die werden halt nicht richtig schön durchgeschnitten von den Schneidscheiben und dann schiebt das da auf. Also da haben wir das mal beantwortet. Also mit einer Messerwalze wäre hier schon, glaube ich, viel getan, aber wir haben leider keine. Aber ich denke mal, wir probieren das jetzt erstmal hier durch. Ich will jetzt auch nicht sagen, kommt, wenn die Farmer Scheibenecke anbauen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck dieses Systems. Und müssen wir mal einfach gucken, wie das da ist. Wir schieben ja keine Erde auf, sondern einfach nur Stroh. Das heißt, ja, in 1-2 Jahren ist das dann schon wieder weg und verrottet. Aber das kann ich euch so sagen. Es gibt Tage, da läuft es besser und heute ist, glaube ich, nicht so ein Tag, wo es gut läuft. Ansonsten haben wir auch wieder ein bisschen durchoptimiert. Und wir beantworten als erstes, glaube ich, mal einfach mal ein paar Fragen von euch. Und zwar zum einen, nein, ich kann immer noch keine Applikationskarten fahren. Der Klaas-Kundendienst bzw. die Klaas-Software-Leute haben gesagt, das Wenhus übergibt eine falsche Einheit ans Isobus. Und sozusagen ist es jetzt eine Sache von Wenhus. Den habe ich das weitergeleitet. Jetzt ist eine Woche vergangen. Wir haben 100 Hektar fertig und ich fahre mit konstanter Ausbringmenge. Das ist doof. Also sage ich euch ganz ehrlich, anscheinend habe ich einen Punkt gefunden. Also eine Kombination von Maschine, die anscheinend nicht richtig miteinander kommuniziert. Und ja, am liebsten würde ich da in der Hinsicht auch tatsächlich sagen, komm, hätte ich jetzt einen anderen Trecker, ich würde da tauschen. Mir ist das so wichtig, dass ich mit Applikationskarten fahren kann. Ansonsten macht der Sergio eine ganz gute Figur. Der ist halt zugstark, das kann er wirklich. Was natürlich, das ist ein Riesentrecker. Der Trecker darf vom Güllefass ruhig ein bisschen kleiner und kompakter sein. Das ist Fakt. Man hat natürlich hier eine gute Übersicht. Machen wir uns nichts vor. Sieht natürlich, das Fass sieht auch mega klein aus. Aber wir haben jetzt auch da, wo wir zum Beispiel lehmigen Boden sind, die Lehmkuppen, da fährt er hier auch nur noch 4-5 km/h. Und man merkt doch, da ist schon sehr, sehr viel Feuchtigkeit im Boden hier jetzt. Ich sag mal, hier wo der Körnermais war und hier auf unserem sandigen Boden, ist alles gut. Seht ihr ja selber, das Arbeitsbild sieht hervorragend aus. Das sind, wenn denn hier, also hier seht ihr selber, ist das auch alles gut. Und da vorne, ich weiß gar nicht, ob man sieht, das ist zum Beispiel so eine Ecke oder hier vorne jetzt um dieses Loch sind extrem lange, lange Stoppeln und das schiebt dann nur auf. Ich habe mir jetzt auch schon gedacht, hier ums Loch drumherum lasse ich es jetzt rauflaufen und mache da direkt Saat. Weil, seht ihr ja gleich selber, das sind super lange Stiele, obwohl hier nebenan ging es eben, aber na, ich sage euch, optimal ist nicht. Es ist nicht, wenn es halt aufschiebt, ist halt auch nichts gekonnt. Und ihr seht das selber, wie kreuz und quer die hier liegen. Im Prinzip stand hier auch keine Pflanze mehr, alles kompletter Wildschaden. Und das macht natürlich die Probleme. Und die langen Stiele, die liegen leider so ein bisschen quer, dass es nicht richtig funktioniert. Also
Schade eigentlich. Aber das hatten wir letztes Jahr, seht ihr da, die Haufen, das hatten wir letztes Jahr bei den Sonnenblumen auch. Da, wo wir die Stängel ganz gelassen haben und dann bei feuchten Bedingungen ging es gar nicht. Weil die liegen wirklich so ungünstig, dass sie sich halt nicht durchschneiden lassen, sondern ja, halt ganz blöd reinkommen. Und am schlimmsten ist es teilweise noch, wenn man das Gerät in den Boden lässt, weil ja natürlich Schar und Schneidscheibe, ja, seht ihr das? Da. Weil natürlich Schar und Schneidscheibe gleichzeitig reinkommen. Zuerst müsst ihr theoretisch ja die Schneidscheibe. Und das ist halt so ein bisschen die Problematik. Einige haben dann geschrieben, ja, du musst die Allradlenkung anmachen, damit er vernünftig lenkt. Ich bin noch nie ein Terrier ohne Allradlenkung auf dem Acker gefahren. Also das ist erstmal das, was ich über euch jetzt berichten kann. Nico hat relativ viel über das S10-Terminal geschimpft und hat gesagt, ja, der verliert die Spur und so. Hatte ich jetzt in den 2 Tagen, wo ich gefahren bin, jetzt nicht. Und ich hatte das auch nicht, als ich das vorletztes Jahr zum Beispiel auf der Kleden habe. Aber ich, ja, würde es einfach nur erwähnt haben. Nach wie vor bin ich schon sehr unglücklich, dass das mit den Applikationskarten nicht funktioniert. Und das habe ich auch so nicht erwartet, weil es mit allen anderen Herstellern ging. Aber anscheinend die beiden mögen nicht miteinander kommunizieren, nicht vollständig. Genau. Also die Klärungsklasse haben gesagt, das Venusfass übergibt eine falsche Einheit. Wie gesagt, heute ist Mittwoch, also das ist jetzt ungefähr, wir fahren jetzt 8 Tage. Wir haben 100 Hektar weg, weil es ist auch nicht die stärkste Leistung. Ja, hatten hier kleine Probleme, da ein Tag nur 10 Hektar geschafft, weil dies passiert war. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Wir haben Gott sei Dank rechtzeitig angefangen, dass wir jetzt keinen Zeitdruck haben. Wir machen jetzt Ostern trotzdem alle frei. Ich habe es meinen Leuten schon vor einem Monat versprochen und ich denke, das sollten wir auch halten, weil so schlimm ist es jetzt. Entschuldigung. So krass schlimm ist es jetzt nicht. Ich hoffe, das ging mit der Musik. Also so krass schlimm ist es jetzt nicht. Mithin, also wir sind noch absolut in der Zeit, aber man weiß ja nie, was passiert. Von daher ist das erstmal der Punkt. Wir haben heute Tino hier, McManus. Einige von euch verfolgen auch seine Videos. Der macht Landwirtschaftssimulator oder Simulator-Videos auf YouTube. Er ist ja, inzwischen schon ein guter Freund geworden. Und der guckt sich das hier heute auch alles mal an. Und macht ein paar Aufnahmen dazu und das Schöne ist, die Aufnahmen habe ich dann halt auch für euch und kann die euch nachher im Anschluss in den Drohnen und Videos und so komplett zeigen. Das ist natürlich wirklich eine schöne Sache. Ansonsten Bedienung, ich bin das ja nur alles schon ein bisschen gewohnt, über einen Jaguar zu fahren, funktioniert ganz gut, aber man muss ehrlich sagen, der Zählen ist schon bei großer, schwerer Arbeit zu Hause, ne? Also ist jetzt keine super flexible kleine Maschine, sondern das ist auch schon ein richtig dicker Bobby. So. Na, fährt die Dame mal weg? Wir haben heute 4 Zubringer. Oh, wollte ihr eigentlich nicht das Fass voll kleckern, aber ja, das nützt nicht. Wir haben heute 4 Zubringer von dem Nachbarbetrieb, wo wir auch im Sommer mit zubringen, sozusagen. Wo wir auch die Gerste, den Hauptteil Gerste und Rindergülle immer für meine ehemalige Anlage geholt haben. Der Betrieb ist das. So, ansonsten Autopilot, ne, obwohl Autopilot geht ja bei höherer Geschwindigkeit. Hier tippen wir an, dann aktiviert sich das Fass. Hier tippen wir an, haben eine eingespeicherte Sequenz, dann geht die Drehzahl hoch, dann geht die Zapfwelle an, dann klappt die Liftachse ein. Ach, wir haben die noch drin, deswegen Tempomat rein und dann geht's voran. Und so habe ich mir das im Prinzip eingestellt. Also ich brauche im Prinzip die und die Tasten hier und die Autopilot-Taste. Also von daher genauso viel, wie ich letztes Jahr auch im Fendt eingestellt habe, von diesen Prozessen, die automatisch funktionieren sollen. Genauso exakt habe ich es auch im 1050 gehabt. Soweit erstmal. So, Tilo. Wie gefiel dir der Tag? Wunderschön. Ein Tag Striptee mit Hannes. Den Hannes kann es. Und den darfst du bitte nicht rausschneiden. Max nicht rausschneiden. Max drin lassen. Ja, ich war heute einen Tag bei Hannes. Wir sind heute den ganzen Tag Serion gefahren. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben heute öfter reingesteckt als... Wir haben ganz oft reingesteckt heute. Wir lassen... Auch nicht so rausschneiden, Max. Wir gucken uns kurz das Arbeitsergebnis an. Tino, geh mal weg. So, hier haben wir die Kante. Falls ihr euch wundert... Oh Gott. Falls ihr euch wundert, wir haben ja ab da gedroschen und hier gehäckselt.
Und wir haben ja hier das Reststroh. Was ich rausgefunden habe, Leute, was wirklich gut funktioniert hat. Ich bin am Ende mit dem Striptail genau in dieselben Richtung gefahren wie mit dem Mähdrescher. Der Mähdrescher ist ja dieselben Spuren gefahren, auch 6 Meter. Und wenn man in die Richtung fährt, wie die langen Maisstoppeln liegen, hat das hervorragend funktioniert. So wie hier. Seht ihr das? Hat das hervorragend funktioniert. Und nur wenn wir quer dagegen kamen, dann gab es diese Probleme. Und ich habe jetzt nahezu kaum noch Verstopfer gehabt. Die Arbeitsqualität sieht sehr gut aus. Wir haben heute Rindergülle, weil der Kollege da, der Behälter beim Landwirt da voll ist. Und deswegen will ich jetzt hier nicht in der Erde wühlen und euch das Ergebnis zeigen. Was aber Fakt ist, wir haben es dieses Jahr so gemacht. Wir sind genau zwischen den Maisreihen. Hier kommt dieses Jahr die Saat her. Wir hatten hier letztes Jahr genau auf die Maisreihe hatten wir Probleme mit der Saatgutablage. Und hier war es hervorragend. Und ja, von daher, also jetzt hat es wirklich gut funktioniert. Klaas hat sich auch gemeldet. Venus hat ein Update programmiert. Und jetzt kommt wohl hoffentlich morgen oder so die Meldung, dass jemand vorbeikommt, das Fass ein Update aufspielt. Und dann sollte es funktionieren. Dann haben wir doch für alle eine Lösung gefunden. Also für alle, die später S10 oder ein Cerion fahren mit dem Venus-Fass, denen ist dann geholfen. So, jetzt machen wir für Tino noch einmal eine Einweisung. Und bei Tinos Kanal geht es dann nicht so in die Tiefe wie bei euch immer. So Leute, was soll ich sagen? Wir haben heute Donnerstag. Und wir haben jetzt 15 Uhr und haben jetzt angehalten. Und bei uns läuft es heute gar nicht richtig, muss ich sagen. Wir haben wieder das Problem zum dritten Mal jetzt in dieser Woche oder beziehungsweise zum dritten Mal jetzt in den letzten 7 Tagen, dass uns hier diese Schrauben wegbrechen. Wie man ja sieht, hier und hier jedes Mal. Wir hatten das beim 8R auch mal das Problem. Beim Fendt auch einmal, aber jetzt ist es halt ja, alle 2 Tage hier beim Cerion. Jetzt müssen wir uns mal Gedanken machen, was wir jetzt hier machen. Wir werden wahrscheinlich hier, es ist ja von oben nach unten geschraubt in diesem Bock, wir werden wahrscheinlich die Schraube länger machen und von unten nochmal gegenschrauben. Hier ist auch nur so ein Stück Gewinde drin. Das wird nicht ausreichen, da löst sich nämlich immer die Schraube. Wir ziehen nämlich regelmäßig nach und ja, das müssen wir ein bisschen vermeiden. Und hier, man darf halt auch nie ausschlagen, ne? Hier oben ist hier ein bisschen ausgeschlagen. Das ist halt ein bisschen blöd, ne? Es ist immer wieder dieselbe Problematik mit diesem K50 Kugelkopf, weil halt so extreme Lasten beim Drehen darauf kommen. Jetzt werden viele von euch sagen, ja, macht doch einfach eine stärkere Schraube rein. Haben wir beim 8R gemacht, da ist der ganze Kugelkopf gebrochen. Denn lieber doch einen weichen Teil haben, wo die Schraube brechen kann und der Kugelkopf bleibt heil, weil das ist ja gar nicht so schlimm, hier neue Schraube rein, fertig. Bei den anderen war es tatsächlich, hier geht es ja noch, weil hier können wir ja rausschrauben, neue rein, fertig, hier oben den Bock ein bisschen glatt schleifen. Beim Fendt und beim John Deere sind die im Bock seitlich reingeschraubt, sodass man die rausbohren muss. Das ist ein schlimmerer Aufwand als das hier. Ich kann, wenn ich das Fass nachlaufgelenkt mache, also beziehungsweise ich kann die Lenkung auf Schwimmstellung stellen und dann kann ich immer im Kreis fahren. So kann ich wenigstens die Zubringer noch ausbringen. Wir waren eigentlich auf einem anderen Stück und wollten gerade mit Vorgewende anfangen und dann ist die gebrochen und dann kann ich halt nicht mehr lenken. Das ist die Zwangslenkung. Die sorgt ja im Prinzip dafür, dass diese Achse hier hinten sehr spurgetreu dem Schlepper hinterherläuft. So, und wenn die halt gebrochen ist und ich fahre rückwärts, ja, dann will das Fass halt in allen Richtungen, aber es will nicht mehr in die richtige. Wenn ich das jetzt auf Schwimmstellung mache, funktioniert das in der Nachlauflenkung, aber nicht mehr, wenn ich rückwärts fahre. Deswegen im Kreisfahren geht, mehr geht aber nicht. So, wir haben jetzt hier 130 Hektar weg. Ihr seht Scharspitzen, wir haben nicht mehr viel. Wir haben hier noch ein bisschen. Aber das ist so ein bisschen blöd. Die laufen hier so seitlich immer ab. Und dann fängt an, hier dieser Scharträger mit wegzuschleifen. Das ist eigentlich total blöd. Wenn man mal überhaupt mal guckt, wie wenig wir dann abfahren. Wir fahren dann gerade mal hier so eine kleine Seite ab. Und dann können wir die schon wieder tauschen. Da wünsche ich mir von Vollmer auch irgendwie nochmal andere Varianten, irgendwie, die seitlich aufgepanzert sind. Weil der Verschleiß kommt ja hier an der Kante. Eigentlich müsste die Spitze hier so ein bisschen breiter raus werden oder ein bisschen mehr aufpanzern oder so, damit man die auch mal ein bisschen länger nutzen kann. Weil ja, es gibt eine andere Variante, die aufgepanzerte Variante, die ist aber ein Stück länger, die haben einen ganz anderen Winkel, die brauchen 20% mehr Kraftstoff, das ist ja auch keine Lösung. So, deswegen sind wir jetzt hierher.
und haben die restlichen 80 Kubik hier, also alle Zubringer einmal weg. Wir haben heute 4 Zubringer gehabt, bis die dann ja alle leer waren, und müssen wir mal gucken. Also das, glaube ich, scheint auch ein bisschen besonders schlimm beim Serion zu sein, weil er hat diese Allradlenkung und macht halt, also dieses Hin und Her durch diese Hinterachslenkung, die ist, glaube ich, schlimmer. Und das ist auch so ein Punkt, den habe ich auch schon im Vorfeld mir gedacht, na, hoffentlich funktioniert das gut mit der Lenkung. Weil der Kollege von Venus hat zu mir gesagt, da lassen bis zu 7 Tonnen auf diesen kleinen Kugelkopf in der S-Kurve. Nachträglich, sage ich euch ganz ehrlich, würde ich elektronisches Verfahren nehmen mit mit einer anderen hydraulischen Lenkung, aber das würde ich nicht mehr so kaufen. Das ist, haben wir so viele Probleme jetzt über die Jahre, egal ob es Fendt, John Deere oder jetzt Klaas war. Mit dem Fendt geht es so ein bisschen, man passt jetzt schon auf beim Lenken, nicht mehr gerade rankommen, sehr langsam durch die Kurven fahren, damit die Lasten nicht so groß sind. Aber ja, hier bin ich auch sehr langsam gefahren, als das passiert ist, als ich meine, das war passiert. Ja, und beim 8R, bis wir das dann in den Griff gekriegt haben, hat es dann auch ein bisschen länger gedauert.